ist es richtig, dass du vorhin gesagt hast, dass du aus St. Olaf stammst? Ja. Ich komme nämlich aus St. Gustav. Wir sind Nachbarn. Man nennt mich Meg. Und ich bin Rose. Weshalb bist du denn hier, Meg? Na, man hat mich als Nutte festgenommen, genauso wie dich. Aber ich bin gar keine Nutte. Ich sitze hier nur aus Versehen. Dasselbe habe ich den Richtern auch immer aufgetischt. Wie bist du bloß in diese furchtbare Sache reingeraten? Ich habe keine Ahnung. Mein Leben zu Hause war sehr schlimm. Irgendwie kam ich nach Miami. Und so ist es dann passiert. Nichts kann so schlimm zu Hause gewesen sein, um so etwas zu tun, was du jetzt tust. Diese Art von Belehrungen habe ich nicht nötig. Aber Meg, mit so einem Leben kann man doch nicht glücklich sein. Ich will nicht mit dir darüber sprechen. Falls du doch mal darüber reden möchtest, du weißt ja von Nachbar zu Nachbar. Ich bin für dich da. Danke. Meg, komm rein! Ich kann nicht, mein Taxi draußen wartet. Ich wollte nur noch mal bei dir vorbeischauen, Rose, um mich zu bedanken. Wofür? Dafür, dass du mich überzeugt hast, nach Hause zu gehen. Ich will versuchen, noch mal neu anzufangen. Oh, das finde ich großartig. Was habe ich denn gesagt? Gar nichts. Ich habe nur eingesehen, dass ich, wenn ich mal so alt bin wie du, nicht mehr im Geschäft sein möchte. Also, viel Glück.